Hey Leute, jetzt zum Ende des Jahres gibt es nochmal ein ganz besonderes Video von mir, weil hier handelt es sich jetzt um Videomaterial von Anfang des Jahres 2019. Ich war erst am Überlegen, ob ich euch das zeigen soll, weil es gab mehrere Kriterien, warum ich daraus ursprünglich erstmal kein Video gemacht habe. Erstmal schlechte Lichtverhältnisse, also es ist wirklich im Dunkeln gefilmt mit Nightshot, alles grünlich und zweitens schlechter Ton. Aber ich dachte mir, es wäre wirklich eine Schande, euch dieses Video vorzuenthalten, weil das ist echt verdammt geiles Videomaterial. Ja, Anfang des Jahres war ich mit meinem Audi R8 RWS beim Reini im Lungau, das ist in Österreich. Reini hat eine Schnee- bzw. Eisdriftfläche oder mehrere sogar da im Lungau. Und ich habe ihn besucht Anfang des Jahres, um so ein bisschen meine Driftskills zu verbessern mit meinem Audi. Wenn es um Autos geht, ist Reini, glaube ich, der Verrückteste, den ich so kenne. Er ist eigentlich Drifttrainer und fährt selber auch Rallye-Autos. Und da kommt jetzt auch das eigentliche Thema ins Spiel. Denn nach einem Drifttag da auf der Eisfläche wurde es dann so langsam dunkel und dann hat Reini mich gefragt, ob ich noch Bock habe, mit ihm eine Runde in einem ganz speziellen Auto zu drehen. Ja, falls ihr euch fragt, was macht man denn eigentlich so hier im Dunkeln, wenn es so spät abends ist, dann setzt man sich halt noch in sowas rein. Also beziehungsweise Reini macht das dann so in der Regel. Ich kann dann die Reifen aus, wenn es nicht funktioniert. Oh. Ja, damit. Ich kann die Tür aus, wenn es nicht funktioniert. Gucken wir uns mal an das Teil. CCRS Rallye Auto. So, kann man mal machen, ne? So, ja, der Tag ist also auch noch nicht vorbei. Aber das soll ja nicht heißen, dass es unbedingt schlecht ist. Also, ich mache ja sowas gern. Und ich bin immer für Action zu haben, was das angeht. Was ist das für ein Teil? Erzähl mal. Der Subaru Custy Allrad. Wie viel PS? 60? Wissen wir nicht. Nein, mindestens 80. Wow, mindestens ja, 80. 840 Kilo zuschaltbare Allrad. Also immerhin hat er einen Rennsitz drin. Das ist schon mal ganz wichtig. Subaru blau lackiert mit Spikereifen bitte. Hat bergab keine Gegner im Schnee. Tatsache, Spikes. Ja, was hast du glaubt? Ja, da sieht man's. Alter, mit 300 km/h geht's auch hinten im Aufkleber drauf. Als ob der 300 fährt. Bergab, ganz sicher, dass lang genug bergab geht. Ich bin mir noch nicht so ganz sicher, ob ich jetzt hier mitfahren soll im Dunkeln mit Semi-Slick. Hierbei handelte es sich um einen Audi TTS, der von Reini umgebaut wurde, komplett auf Rallye, aber noch mit Straßenzulassung. Und der Wagen hatte Semi-Slick-Reifen drauf. Und Reini wollte jetzt mit mir in diesem umgebauten Rallye TTS mit Semi-Slick-Reifen noch eine Bergstraße, eine abgesperrte, hochfahren. Wie der Name schon sagt, also Slick-Reifen sind ja eigentlich Rennreifen. Es handelt sich hier um Semi-Slick-Reifen. Das sind straßenzugelassene Rennreifen, also halbe Rennreifen, die verdammt gut sind. Auf trockener Fläche, auf trockenem, festen Untergrund haben die verdammt guten Grip, weil die einfach eine sehr weiche Mischung haben, weil die haben ein sehr kleines Profil, also sehr schwaches Profil eigentlich. Sagen wir es mal auf gut Deutsch gesagt, es sind keine Winterreifen. So, der Wagen hatte jetzt mitten im Winter auf Schnee und vereisten Straßen Semislick-Reifen drauf. Ich wäre dann nicht eingestiegen in den Wagen, wenn nicht der Wagen vom Reini gefahren worden wäre. Ich weiß, der Reini kann verdammt gut fahren und wer sich jetzt erstmal wundert und sich denkt, wie, der Mann sitzt im Rollstuhl, wie soll der so ein Auto bewegen? Habe ich zum ersten Mal auch gedacht, aber als ich damals Reini kennengelernt habe, habe ich sehr schnell gemerkt, dass der Rollstuhl für ihn absolut kein Handicap ist. Er fährt ein Auto nur mit seinen beiden Händen, das heißt mit der einen Hand lenkt er und mit der anderen Hand hat er seinen Hebel, wo er Gas gibt und bremst. Was noch hinzukommt, wo man sich erstmal denkt, vereiste Straßen mitten im Winter, im Dunkeln, Bergstraße, TTS umgebaut auf Rallye mit Semislick-Reifen und dann noch gefahren von einem Mann, der das Ganze nur mit einer Hand lenkt. Aber wie gesagt, ich kenne den Reini und ich glaube, ich hätte mich zu niemand anderes im Auto gesetzt, außer zu ihm. Also nochmal Grüße da gehen raus an den Reini, obwohl ich da an diesem Abend ganz schön Bammel hatte, muss ich echt sagen. Puh, ich bin ja echt nicht so zimperlich und ich fahre auch wirklich bei vielen rasanten Sachen mit, aber wenn ich bei einer Sache Angst habe, ist das im Dunkeln auf dem Beifahrersitz. Also nicht jetzt unbedingt bei jeder Fahrt im Dunkeln, aber bei so einer Fahrt eventuell dann schon.
die Sitze sind immer so weit unten bei Rallye-Autos und der Beifahrer muss ja nicht, er kann ja nach vorne schauen. Geht um den Schwerpunkt. Oh Gott, oh Gott. Ja, hier kann man ganz gut erkennen, es handelt sich hier um eine Bergstraße, die ziemlich schmal ist. Links und rechts nur eine 1,50 Meter hohe Schneemauer und Bäume. Ja, und im Dunkeln kriegt man da auch ganz schnell so einen Tunnelblick, wo man erstmal überhaupt nicht mehr Geschwindigkeit und Sonstiges einschätzen kann. Es war auch verdammt dunkel, wie man vielleicht auch auf der Kamera erkennen kann. Gott sei Dank hatte die eine Nightshot-Funktion, sonst hätte man wirklich gar nichts gesehen. Und zum ersten Mal habe ich richtig so angefangen zu zittern im Auto. Aber nichtsdestotrotz habe ich immer noch im Hinterkopf gehabt, okay, der Reini weiß, was er tut. Krass, es ist einfach verdammt laut in dieser Karre. Gefühlt sind wir da 100, 150 Sachen hochgebrettert und wie gesagt mit Semi-Slick-Reifen hin und wieder kam das Heck, aber Reini, zack, fing das Ding wieder super ab. Ich muss sagen, das war nichts für Weicheier. Oh, was? Ich komme heute nicht mehr aus irgendwelchen Autos hier raus. So, Frisur sitzt nicht mehr nach diesem Durchgeschüttle, aber es war mal eine lustige Erfahrung. Ist nichts für Leute mit schwachen Nerven. Ja. Es war schon für mich hart an der Grenze. Ich traue mich eigentlich echt alles, aber das war schon so, ja, ich meine, die Straße war halt komplett abgesperrt, da konnte nichts passieren. Aber trotz alledem, ja, kann man machen, muss man nicht unbedingt, aber beim Reini weiß ich wenigstens, da kann eigentlich nichts passieren. Ey. Ja, genau. Aber wir haben gerade festgestellt, so Rallye-Beifahrer wäre kein Job für mich. Ja, ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Das war mal so ein kurzer Ausschnitt von dem, was wir Verrückten so in unserer Freizeit hin und wieder mal machen. Und für mich eines der absoluten Highlights in diesem Jahr. Habe ich auf jeden Fall nochmal Bock drauf, auch wenn es beim letzten Mal echt für mich erstmal ganz schön beängstigend war. Aber mittlerweile jetzt, ich würde es auf jeden Fall wieder machen. Das war eine mega geile Erfahrung. Da vielen Dank an den Reini, dass er mir das ermöglicht hat, mich da mal mitgenommen hat. Das ist ja auch nicht so eine Sache, die man täglich macht, ne? So in so einem umgebauten Rallye TTS mit Semislick-Reifen da so eine Bergstraße, vereiste Bergstraße hochzubrettern. Schreibt mal gerne in die Kommentare. Wärt ihr eingestiegen? Ja oder nein? Bitte ganz ehrlich antworten. Und vergesst nicht, meinen Kanal zu abonnieren. Ich wünsche euch einen ganz guten Rutsch ins neue Jahr, falls wir uns dieses Jahr nicht mehr sehen, hören, wie auch immer. Und bis zum nächsten Mal. Ciao.